geht das los, die ganze Geschichte? Ja, für alle diejenigen, die jetzt hier sitzen und denken, hey, wieso hält Alex eigentlich kein Panel, sondern es ist ein Talk. Ja, es ist ein Talk, wir hätten kein Tutorial oder sowas von mir sehen, aber die Idee war ja hier, ein bisschen Insights oder Hintergrundinfos zu bekommen, vielleicht für all diejenigen, die auch Bock haben, sowas Ähnliches zu machen oder nur mal wissen wollen, warum so einer wie ich jetzt sitzen kann und über Dinge sprechen kann, wie das vielleicht dazu gekommen sein könnte. So, fotografierst du gut. Es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob du was für Chanel oder Levi's machst oder ob du was machst für Kellogg's oder für Audi oder auch für ein Magazin wie Rolling Stone. Also ich glaube, die unterschiedlichen Anforderungen an Fotografie sehr, sehr interessant und ich hatte wirklich das große Glück und das sehe ich wirklich das Glück an, dass ich hier mit Fotografen zusammenarbeiten dürfte, die tolle Porträtfotografen sind, Fotojournalisten, aber auch Stilllife-Fotografen oder eben Fashion. Fotopia 2023, mein Rückblick, mein Fazit dieser Messe, hat sich's gelohnt oder nicht? Ich finde, es war eine echt spannende Messe. Ich war sehr skeptisch im Vorhinein, ob es sich lohnt, ob ich hingehen sollte oder nicht. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hat sich super gelohnt. Man konnte gut connecten mit anderen kreativen Leuten. Man hat Gleichgesinnte getroffen. Es gab total viel Technik, die man ausprobieren konnte, von allen großen Kameramarken. Naja, nicht jede Marke konnte man testen, aber ich würde sagen, so 80% konnte man in die Hand nehmen, ausprobieren, was man wollte. Das war ziemlich nice. Man konnte sehr viel probieren, viel lernen auch. Zum Beispiel fand ich richtig cool, wie bei diesem Stand hier, dass ich vor Ort meine Filter unter dieses Gerät tun konnte, um zu schauen, wie viel Licht kommt durch, wie ist die Farbwiedergabe, wie scharf sind sie. Und das finde ich einfach ziemlich spannend. Dann gab es halt zu allen möglichen Sachen, zu den jeweiligen Produkten auch immer Fachberater da, die einem Fragen beantwortet haben. Ziemlich nice. Und dann, was ich im Vorhinein nicht so eingeschätzt habe, aber dann doch übelst positiv überrascht wurde von, sind die ganzen Talks und Gastbeiträge oder halt Gäste, die eingeladen wurden. Die waren ziemlich spannend, sich anzuhören und auch anzuschauen, was da auf der Bühne dann passiert ist. Ziemlich cool. Bin ziemlich gespannt, was nächstes Jahr passieren kann oder wird. Außerdem gab es Messerabatt. Den habe ich jetzt selber jetzt nicht genutzt, weil ich fast gar nichts oder gar nichts gekauft habe dort. Aber das wäre auf jeden Fall erwähnenswert für Leute, die da was kaufen wollen. Genau. Würde ich wieder hingehen? Auf jeden Fall. Kann ich es anderen Fotografen empfehlen? Gerne. Das hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr wart mit dem Video zufrieden. Es war so ein kleiner cinematischer Einblick. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao.